Papierfragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Wie ich eingangs gesagt hatte, beginnt Fraktion Die Linke und das ist heute Herr Schäubach. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es gibt ja seit einigen Monaten Diskussionen auf der Ebene des Freistaates, der beabsichtigt, erhebliche strukturelle Umverteilungen vorzunehmen zulasten der Großstädte und zugunsten des ländlichen Raums. Es gibt da auch seit mehreren Monaten in Dresden zwei Stimmen der Vernunft, nämlich den Beigeordneten für Finanzen, den derzeitigen Beigeordneten für Finanzen und den Fraktionsvorsitzenden der Linken, die da mal selten gemeinsam eine Position vertreten und gemeinsam hier Position bezogen haben. Nun ist die Lage so, die sächsische Staatsregierung hat am 22. Juli den Entwurf des Haushaltsgesetzes 2017-2018 sowie am 1. August den Entwurf des Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen vorgelegt. Damit kennen wir nun diese beiden Gesetzentwürfe und wissen also tatsächlich, was nun die sächsische Staatsregierung plant. Deshalb dazu meine Frage, die sicher der Beigeordnete für Finanzen in Vertretung des Oberbürgermeisters beantworten wird. Welche Konsequenzen hätten denn nun die geplanten Veränderungen bei dem Finanzausgleich für die Landeshauptstadt Dresden, insbesondere für die Jahre 2017 bis 2020? Um die Eintracht nicht zu stören, überlasse ich die Beantwortung Herrn Kollegen Vorjahren. Ach, Herr Schäubach, ich freue mich doch noch auf die Morgenröte, in die wir dann irgendwann noch gemeinsam reinreiten. Ich sehe es schon noch vor mir. Sie kennen ja die Zusammenhänge sehr gut. Sie haben mich ja sozusagen, meinen Vortrag damals in der Anhörung des Landtages ja hier auch mal verwendet, vor ein paar Monaten in der Aktuellen Stunde, inhaltlich zumindest verwendet. Also es ist so. Sie kennen es, Brücken in die Zukunft bedeutet, wir kriegen 105 Millionen Euro in den nächsten 4 Jahren vom Freistaat als Landesförderung, neben der Bundesförderung von 35 Millionen Euro aus dem Budget, aus dem Bundesbudget. Und die Kehrseite der Medaille war die Verabredung mit den beiden kommunalen Spitzenverbänden, dass im Rahmen des FAGs 40 bis 60 Millionen umverteilt werden zulasten der kreisfreien Städte zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreise. Hintergrund sind die unterschiedlichen demografischen Entwicklungen. Das bedeutet, dass wir jetzt, also der Gesetzentwurf sieht 50 Millionen Euro Umverteilung vor, also genau in der Mitte. Das wird uns in Dresden mit 21 Millionen Euro treffen. Das entspricht genau der Prognose, wie wir sie vor einigen Monaten im Kontext dieser Diskussion auch getroffen haben, sodass wir nach wie vor sagen können, dass dieser Zusammenspiel aus Brücken in die Zukunft einerseits und Umverteilung von Mitteln im FAG für die kreisfreien Städte am Ende ein Nullsummenspiel darstellt. Also wir gewinnen bei diesem Thema insgesamt nicht. Gut, da möchte ich gerne eine Nachfrage stellen. Brücken in die Zukunft ist ja von überschaubarer zeitlicher Bedeutung. Es ist ja begrenzt. Was und während der kommunale Finanzausgleich ja nicht begrenzt ist, der läuft dann weiter. Was ist also ab dem Zeitpunkt, ab dem wir keine Mittel mehr aus Brücken in die Zukunft erhalten, aber die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches weiterläuft, was wird die Landeshauptstadt Dresden dann Jahr für Jahr weniger an Einnahmen aus diesem Bereich erhalten? Naja, Herr Schäubach, das ist ja der interessante Punkt. Das ist offen. Man hat sich so verabredet, dass man gesagt, und wir gucken dann in 4 Jahren nochmal neu. Und auf die Frage des damaligen finanzpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion in der Anhörung, woher ich denn die Weisheit nehme, dass in 4 Jahren das so bleibt zu unserem Nachteil, habe ich ihm halt gesagt, dass ich eben sozusagen die Machtverhältnisse des ländlichen Raumes und der Widerspiegelung in dem Landtag halt so sehe, wie sie sind. Es wird
vermutlich sehr schwierig sein für die kreisfreien Städte, das Rad da wieder zurückzudrehen, zumal ja die demografische Entwicklung nach wie vor so voranschreitet, wie sie sich in den letzten Jahren abgebildet hat. Das heißt, die großen Städte, also mindestens Leipzig und auch etwas vermindert, Dresden, wachsen ja weiter, sodass der Druck in den ländlichen Räumen da ja weiter steigt. Zu meinem großen Bedauern hat ja eigentlich die Großstadtpartei SPD ja auch diese Umverteilung mitgemacht, und ich hatte ja alle Landtagsabgeordneten damals angesprochen, auch die SPD-Abgeordneten, die mir gesagt haben, was wollen Sie eigentlich in Dresden, Ihnen geht es doch ganz gut, und entsprechend ist es auch wohl Konsens in der Großen Koalition, dass umverteilt wird, und ich bin sehr skeptisch, dass in 4 Jahren wieder rückverteilt wird. Ja, gestatten Sie bitte die zweite Nachfrage. Stimmen Sie mir erstens zu, dass diese Gesetzentwürfe die sächsische Staatsregierung unter Führung des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, CDU, und ausgearbeitet vom Finanzminister Professor Unland, CDU, vorgelegt hat, und dass diese Gesetzentwürfe jetzt tatsächlich dazu führen, dass, wenn daran nichts mehr geändert wird, wir dann nach dem Jahr 2020 jährlich strukturell 21 Millionen Euro weniger aus dem Finanzausgleich erhalten und damit natürlich eine strukturelle Umverteilung stattfindet. Jetzt muss ich das Pferd da doch wieder absatteln wegen der Morgenröte, Herr Scholbach. Es ist so, die Große Koalition, die uns gerade regiert in Sachsen, bestehend aus der CDU und der SPD, hat einnehmlich verabredet, dass den kreisfreien Städten Geld weggenommen wird. Und ich habe mit allen Landtagsabgeordneten das Gespräch gesucht, insbesondere auch mit der SPD, über die ich mich besonders geärgert habe, weil ich dachte, die sind da wenigstens so klug, nicht gleichzeitig mit der CDU um die ländlichen Räume zu buhlen, sondern vielleicht um die großen Städte zu buhlen, das ist der traditionellen SPD-Hochburg. Aber da war man halt auch ein bisschen stur, hat mich ein bisschen abgebürstet und gesagt, es bleibt, wie es ist, und Dresden soll sich nicht beschweren. Wir kommen zur nächsten Frage, die stellt Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Teppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vom Stadtfest war ja jetzt schon viel die Rede. Wir alle freuen uns auf dieses Stadtfest, und Teil dieses Stadtfestes wird sicherlich auch wieder ein wunderschönes Feuerwerk sein. Ein Feuerwerk ist sicherlich immer eine Bereicherung für ein großes Fest, aber Feuerwerke dutzendweise an jedem Wochenende und manchmal auch unter der Woche sind sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Und das wird eben auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern an uns herangetragen, dass sie sich doch eben häufig in ihrer Abend- und Nachtruhe dadurch belästigt fühlen. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich fragen, muss wirklich jeder Geburtstag, der etwas auf sich hält, mit einem Feuerwerk begangen werden? Ist es wirklich eine große Ehre für diese Stadt, die Feuerwerkshauptstadt Deutschlands zu sein? Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie fragen, wie viele Genehmigungen für Feuerwerke außerhalb des Jahreswechsels wurden jeweils in den Jahren 2012 bis 2015 und bis Juli 2016 erteilt? Und auf welcher Rechtsgrundlage werden diese Genehmigungen erteilt? Beziehungsweise welche Richtlinien sind den Sachbearbeitern in der Stadtverwaltung für ihre Genehmigungspraxis an die Hand gegeben? Die Beantwortung übernimmt Kollege Sittel. Zum Thema der Feuerwerke gibt es jährlich seit einigen Jahren eine annähernd gleichbleibende Anzahl von 250 Feuerwerken, die je zur Hälfte größere Feuerwerke und die andere Hälfte Ausnahmegenehmigung für Kleinfeuerwerke sind. So waren dies 2012 267 Feuerwerke, 2013 waren das 249, im Jahr 2014 259, im Jahr 2015 waren es 222. Und bis zum 17. August 2016 sind es bisher 153 Anzeigen und Ausnahmegenehmigungen. Rechtsgrundlage hierfür sind das Sprengstoffgesetz und die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Die von Ihnen insbesondere angesprochenen Kleinfeuerwerke durch Jedermann, die außerhalb des Jahreswechsels stattfinden, können nach
der Sprengstoffverordnung mit einer Ausnahmegenehmigung aus begründetem Anlass versehen werden. Dies sind in der Regel Hochzeiten oder Hochzeitsjubiläen, aber auch Schuleinführung und Vereinsjubiläum. In der Regel werden solche Ausnahmegenehmigungen positiv beschieden. Hier ist insbesondere natürlich auch zu beachten, dass neben den Regeln des Sprengstoffgesetzes ergänzende Regelungen aus anderen Rechtsgebieten gibt, zum Beispiel dem Waldgesetz, also in unmittelbarer Waldnähe, brenne ich kein Feuerwerk ab, etc. Wesentliche Grundlage ist hierbei ansonsten auch das Thema der Einhaltung der Nachtruhe. Das bedeutet, dass Feuerwerke von Anfang November bis Ende März um 22 Uhr beendet sein müssen und von April bis Oktober enden Feuerwerke sonntags bis Donnerstag ebenfalls 22 Uhr, freitags und sonnabends während der Sommerzeit 23 Uhr, ansonsten freitags und sonntags 22.30 Uhr. Hierfür gibt es auch die Nachtruhevorschrift der Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden, die zu beachten ist. Es gibt seltene Ausnahmen, wenn zum Beispiel das Stadtwerk Feuerwehr am Sonntag stattfindet, dass hierfür eine Ausnahme erteilt wird. Ansonsten gibt es natürlich die Regelung zur Widerhandlung gegen entsprechende Auflagen oder diese Bestimmungen ziehen Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich. Bestand eine Nachfrage dazu? Die Sprengstoffverordnung sieht in dem Paragraphen 24 die Ausnahmeregelungen sehr eng. Und es ist hier wirklich die Frage, nimmt die Stadtverwaltung Abwägungen vor, die eben die begründeten Interessen der davon berührten Bürgerinnen und Bürger ausreichend berücksichtigen? Also die Zahl der Feuerwerke, die Sie genannt haben, bedeutet ja tatsächlich, dass wir es eben in jeder Woche des Jahres mit 5 bis 6 Feuerwerken zu tun haben. Das ist schon auch im Vergleich mit anderen Städten eine sehr große Zahl. Und da, denke ich, ist diese Abwägungsfrage wirklich zu stellen. Ein Feuerwerk sollte eben wirklich eine Ausnahme sein und etwas Besonderes sein und nicht ein Regelfall, der eben dann im Durchschnitt an fast jedem Tag des Jahres stattfindet. Es ist so, dass die Regelungen für die Landeshauptstadt Dresden einen Ermessensspielraum eröffnen. In diesem Ermessensspielraum finden logischerweise, sonst wäre es kein ordnungsgemäßes Ermessen, verschiedene Erwägungen ihren Raum. Es ist natürlich so, Betroffene des Feuerwerks sind die, die ihn veranstalten, die, die ihn gerne hören und die, die ihn nicht gerne hören. Ein gewisser Indikator bei Interessenabwägungen sind natürlich räumliche Konzentrationen. Man muss hier sehen, dass Dresden ja bevölkerungsmäßig 11. größte Stadt Deutschlands ist, flächenmäßig 4. größte Stadt Deutschlands. Insofern ist der Umstand, dass an jedem Tag in der Woche meinetwegen ein Feuerwerk stattfindet, nicht unbedingt bedeutet, dass immer die gleiche Nachbarschaft betroffen ist. Ein anderes Indiz, das bei der Verwaltungspraxis, wie auch in vielen anderen Rechtsgebieten, eine Rolle spielt, ist, gibt es eine Beschwerdelage zu dem Thema. Auch die Beschwerdelage zum Thema Feuerwerke über Jahre ist einigermaßen gleich. Wir verzeichnen hier keine signifikante Steigerung und die Beschwerdelage zum Thema Feuerwerke ist eine signifikant niedrige, wenn ich sie vergleiche mit der Beschwerdelage zur Straßenmusik zum Beispiel. Okay, ich finde es nicht ganz befriedigend. Ich bitte Sie um eine schriftliche Beantwortung der Anfrage. Gerne. Danke. Als nächste Fraktion ist die SPD an der Reihe. Herr Blümel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, nachdem der geschätzte Kollege Schollbach jetzt eher die Landtagsprofilierung betrieben hat, kommen wir mit unserer Frage zu einem wirklich kommunalen Problem. Und zwar seit vielen Jahren engagieren wir uns als SPD-Fraktion für die Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges an der Freitreppe zur Brühischen Terrasse. Insbesondere der Kollege, Ex-Kollege im Stadtrat Dr. Dietrich Evers hat das 2014 auch mit einer Unterschriftensammlung vorangetrieben. Vor einem Jahr während der OB-Wahl hatte dann die CDU das Thema auch für sich entdeckt. Meine konkrete Frage ist, wann wird dieser Aufzug denn nun gebaut und wann können Menschen mit Behinderung damit rechnen, dass sie ihn auch tatsächlich nutzen können? Die Beantwortung übernimmt Kollege Schmidtler-Montin. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Herr Blümel. Der Projektträger zur Errichtung eines Fahrstuhls zur barrierefreien Erschließung der Brühlschen Terrasse aus Richtung des Schlossplatzes ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement.
Wir wissen, dass die vorhaben, einen zu bauen und auch ungefähr, wie er aussehen soll. Über die Terminplanung einer Umsetzung liegen uns allerdings keine Informationen vor. Geplant ist, dass in Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege die Integration des Fahrstuhls in den Turm des Ständehauses an der Brühlschen Terrasse eingebaut werden soll. So viel wissen wir. Eine Nachfrage. Es gab dazu ja bereits in der Vergangenheit auch schriftliche Informationen seitens der Stadtverwaltung, die deutlich umfangreicher waren. Da war von Gesprächen mit dem SIB die Rede und Abstimmungen. Da ging es darum, wer wie viel bezahlt, und zwar einmal bei der Investition und auch bei den dann laufenden Betriebskosten. Da würde mich einfach interessieren, wie weit da der Gesprächsstand ist. Und was mich natürlich auch interessiert, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sich Stadt und Land die Kosten teilen, sind denn die Mittel dann auch im Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters eingestellt? In Abstimmung mit der Stadtspitze Landeshauptstadt Dresden ist im Juli 2014 ein einmaliger finanzieller Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro in Aussicht gestellt worden, seinerzeit. Dieser Zuschuss hat jedoch keine Sicherung im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden erfahren. Darüber hinaus stellt sich der Freistaat Sachsen tatsächlich eine Beteiligung an den Betriebskosten vor. Dieser wurde bisher allerdings durch die Landeshauptstadt Dresden nicht in Aussicht gestellt. Okay, ich bitte dann noch um schriftliche Beantwortung. Danke. Als nächstes die FDP-Freie Bürgerfraktion, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 14. September 2011, das ist schon lange her, hat der Bauausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplans Nummer 382 Dresden-Altstadt Nummer 40 ein Kunstquartier Devrienstraße beschlossen. Ich war damals selbst schon mit im Bauausschuss und wir alle im Bauausschuss waren begeistert, dass unser Dresden, was immer im Vorruf steht, nur eine alte Barockkultur zu machen, dass wir mal ein interessantes Projekt machen für die moderne Kunst. Wir haben also Halleluja geschrien, aber dann tat sich gar nichts mehr. Seit nunmehr 5 Jahren warten wir auf die Einbringung des Bebauungsplanes. Wie wir den Medien vom Juli entnehmen konnten, sollen bereits 2017 die ersten Gebäude auf dem geplanten Areal gebaut werden. Aus diesem Grund würde ich gern wissen, wann ist mit der Fortsetzung des Planungsverfahrens zu rechnen und wann wird die Stadtverwaltung den Entwurf des Bebauungsplanes in die Gremien einbringen? Zweitens, gibt es aktuell Interessenten für eine Bebauung des betroffenen Areals? Und wenn ja, was ist geplant und wie ist der aktuelle Diskussionsstand? Und drittens noch, wie wirken sich öffentlich gewordene Pläne zur Bebauung auf das aktuelle Planungsverfahren dort aus? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Schmidt-Lamartin. Gerne, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Herr Fischer. Die ersten beiden Fragen würde ich zusammen beantworten, weil es tatsächlich inhaltlich da besser zusammenpasst. Nach dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nummer 382 in 2011 wurde die Ausarbeitung eines Bebauungsplanentwurfs auf Bitte des Dresdner Druck- und Verlagshauses und der AG Ostra Development angehalten, um die Planung den Intentionen der zukünftigen Eigentümer anzupassen. Das heißt, die hatten vor, das Grundstück zu veräußern. Es erfolgte 2014 ein Eigentumsübergang einer Teilfläche im Eigentum des Dresdner Druck- und Verlagshauses an die CCD Grundbesitz GmbH in München. Diese wiederum hat eine Gebäudegrundfläche an die Konzentration GmbH veräußert, die im Auftrag der SPD ein Gebäude für die Herbert-Wehner-Stiftung errichten möchte. Darüber hinaus führt die CCD Grundbesitz GmbH aktuell Verhandlungen, eine Teilfläche für eine kulturelle Nutzung zu reservieren. Die CCD hat im Gespräch mit der Stadtverwaltung angezeigt, dass das mit dem Rahmenplan gesetzte städtebauliche Konzept nicht mit den Bedarfen nach Wohnungsbau korreliert und in Abstimmung mit dem zweiten Grundstückseigentümer der Dresdner Druck- und Verlagshaus überarbeitet werden sollte. Abgestimmt wurde in einem kürzlich geführten Gespräch, dass die Überarbeitung auf Basis eines städtebaulichen Werkstattverfahrens erfolgen soll, in das auch die Vertreter der Stadtratsfraktion eingebunden werden. Mit dem Ergebnis würde dann der Rahmenplan überarbeitet und dann in einem erneuten Beschluss Grundlage für ein B-Plan-Verfahren werden können. Außerdem gibt es einen weiteren Interessenten, Herrn Höing, der
vorgetragen hat, ein Konzept zu einem Kunsthallenneubau. Allerdings gibt es hier nach wie vor kein verbindliches Finanzierungskonzept und auch kein verbindliches, konkretes, bauliches Konzept. Allerdings kommt nach seinen Vorstellungen nur die Teilfläche für die Kunsthalle in Frage, die zwischenzeitlich anderweitig veräußert wurde an die Konzentration GmbH, die dort das Herbert-Wehner-Haus errichten möchte. Insofern steht die Fläche nicht mehr zur Verfügung. Hier sind die Planungen auch so weit gediehen, dass die tatsächlich kurz davor stehen, einen Bauantrag einreichen zu können, haben vor kurzem einen Fassadenwettbewerb durchgeführt, wo sie dann auch in der Presse von lesen konnten. Zur dritten Frage, der von der SPD bzw. Konzentration GmbH beabsichtigten Neubau fügt sich in den bisherigen städtebaulichen Rahmenplan ein. Eine Bauvoranfrage wurde schon am 21. Oktober 2014 positiv nach § 34 Baugesetzbuch beschieden. Dankeschön, Ihre Antwort war sehr korrekt. Dann haben wir wahrscheinlich zu zeitig gejubelt hier. Dankeschön. Als nächste fragende Fraktion die AfD-Fraktion, Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs an der Leipziger Straße soll entwickelt werden. Hierfür hat sich mit dem Unternehmen Globus ein Investor gefunden, der ein ambitioniertes Projekt umsetzen möchte und das gesamte Areal mit dem geplanten Vorhaben positiv für Dresden gestalten möchte. Derzeit ist jedoch ein Fortkommen des Projektes nicht wirklich sichtbar. Deshalb möchte ich im Namen der AfD-Fraktion die Fragen stellen. Erstens, was sind die Ergebnisse des kürzlich stattgefundenen Gespräches des Baubürgermeisters mit Vertretern des Unternehmens Globus bezüglich des Leipziger Bahnhofs und wie bewertet die Stadtverwaltung den derzeitigen Stand des Projektes? Und zweitens, welche anderen Projekte und Alternativen sind der Stadt gegenüber kenntlich gemacht worden, die ebenfalls eine Entwicklung des Leipziger Bahnhofs zum Ziel haben und wie bewertet die Stadt deren Durchführbarkeit? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Bürgermeister Schmidt-Lamartin. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zur ersten Frage. Inhalt des Gesprächs vom 15. August waren in erster Linie Fragen der Vertreter der Globus SB Warenhaus Holding GmbH und Co. KG, die an mich gerichtet wurden und die ich folgendermaßen beantwortet habe. Die Frage können Sie dann auch implizieren. Erstens, das Schreiben der Globus SB Warenhaus Holding GmbH und Co. KG vom März 2016 an mich gerichtet, in dem Globus das Handelskonzept und eine Reduzierung der Verkaufsfläche um 2400 Quadratmeter dargelegt hat, ist für mich verständlich und bedarf keiner weiteren Untersetzung. Zweitens, der Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr ist durch den Stadtrat oder einzelne Fraktionen nicht zu einer alternativen Standortsuche beauftragt worden. Drittens, das durch Herrn Schmidt-Lamontin gegebene Sommerinterview hat keine weiteren An- und Nachfragen durch Presse oder Stadträte induziert. Das ist ab heute anders. Viertens, beide Varianten des Masterplans erhalten im Gesamtareal nördlich der Leipziger Straße verteilte Flächen der Wohnnutzung und gemischten Nutzung. Der Unterschied in der überschlägig auf Basis der Bau-NVU ermittelten Anzahl der Wohneinheiten ist in dem Anteil benachbarter Gewerbeflächen begründet. Der Masterplan reflektiert die Frage nach gesunder Wohnnutzung insofern, als dass mittels Analogieschlüssen der notwendige Abstand zur gewerblichen bzw. Freizeitnutzung ermittelt wurde und die rechtlich gesichert gegebenen Möglichkeiten des passiven und aktiven Lärmschutzes wie der Möglichkeit zur Orientierung schützenswerter Räume weg von den Lärmquellen ins Kalkül gezogen werden. Da ging es um die Frage, wie viele Wohnflächen sind eigentlich tatsächlich zu errichten. Eine vertiefte Betrachtung kann der Masterplan, der die Lage und Bemessung von Gebäuden nicht bestimmt, nicht leisten. Dies ist der weiteren Planungsebene vorbehalten. Auch die Frage nach den Entwicklungs- und Baukosten beantwortet der Masterplan naturgemäß nicht. Der Masterplanentwurf wurde nach der Beteiligung der Öffentlichkeit und Eigentümer in zwei Varianten erarbeitet. Die zweite Variante erhält das Globus-Projekt, sobald der Stadtrat darüber informiert ist, wie sie aussieht. Der Stadtrat ist mit der für das vierte Quartal avisierten Vorlage gehalten, sich für eine Variante zu entscheiden. Das zur ersten Frage. Zur zweiten Frage. Im Verlauf des vergangenen halben Jahres haben sich gegenüber der Stadtverwaltung zwei Projektentwickler an einer Entwicklung des Gesamtareals einschließlich des Eigentums in der Globus GmbH befindlichen Grundstücks geäußert. Zu weiterführenden Gesprächen zwischen Globus und Projektentwicklern kam es jedoch nicht, beziehungsweise führten diese nicht zum Erfolg, da die Globus GmbH bisher kein Veräußerungsinteresse hat. Gut, Dankeschön.
Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion Frau Walter. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 4. August 2016 erhielten wir die Antwort auf unsere schriftliche Anfrage zur Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger nach Ablauf der Beantwortungsfrist zurück. Während die Antworten ohnehin sehr ernüchternd waren, wurde eine zentrale Frage dabei gar nicht beantwortet. Daher möchte ich Ihnen an dieser Stelle drei Fragen stellen. Ich beginne mit der Wiederholung der in unserer Anfrage AF 124216 nicht beantworteten Frage. Sind die Amtsvormundschaften organisatorisch und personell abgesichert? Hat aktuell jeder unbegleitete ausländische Minderjährige einen Vormund? Ergänzend sei gefragt, wie viele unbetreute Fälle gibt es insgesamt derzeit, ausländische und deutsche Minderjährige? Zweitens, in der Anfrage AF 124216 heißt es, der empfohlene Betreuungsschlüssel von 1:40 wird nicht erreicht. Jeder Amtsvormund bearbeitet derzeit über 60 Fälle. Das sind mehr als 50% über dem Soll. Rangiert die Landeshauptstadt, insbesondere der Geschäftsbereich von Frau Dr. Kaufmann, damit nicht deutlich an der Grenze zur Kindeswohlgefährdung? Wie soll diese untragbare Situation in Form von Organisation und Personal schnellstmöglich Rechnung getragen werden? Am 19. November 2015 beschloss der Stadtrat den Antrag der CDU-Fraktion A9315, leistungsfähige Strukturen des Vormundschaftswesens erhalten. Ein Dreivierteljahr später ist bisher vergangen und es existiert bis heute keine Vorlage. Warum ist das so? Und warum gibt es nicht einmal eine Beschlusskontrolle? Wie wird hier in absehbarer Zukunft verfahren? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Frau Walter, für Ihre Anfrage, die ich wie folgt beantworten möchte. Zum Stand 17. August 2016 haben 94 Kinder und Jugendliche, für die das Familiengericht des Jugendamtes zum Amtsvormund bestellt wurde, keinen Realvormund. Das bedeutet aber, dass das Jugendamt für diese Kinder vormundschaftliche Aufgaben übernimmt. Durch organisatorische Maßnahmen und die Besetzung von 3 Personalstellen wird bis zum 15. September 2016 sichergestellt, dass jedes Amtsmündel einen Vormund erhält. Dies haben wir Ihnen auch in der schriftlichen Anfrage mitgeteilt. Aufgrund intensiver Bemühungen seitens des Jugendamtes in Form von Werbung und Schulungen liegen dem Familiengericht aktuell 30 Anträge zur Bestellung von ehrenamtlichen Vormunden vor. Diese Personen sollen helfen, den Stau in der Verwaltung schneller abzubauen. Insgesamt zum Stichtag 17.8. und damit zum gestrigen Tag führt das Jugendamt 640 Vormundschaften. Daraus ergibt sich aktuell ein Bedarf von 16 Vollzeitstellen, um den empfohlenen Schlüssel von 1:40 zu erreichen. Aktuell arbeiten 14 Personen auf 13 Vollzeitstellen sozusagen im Sachgebiet. Der rechnerische Schlüssel beträgt damit 1:49. Zur schnellstmöglichen Absicherung der Amtsvormundschaften wurden organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen. Das bedeutet, dass bereits im dritten Quartal des Jahres 2015 regelmäßig und kontinuierlich Stellenausschreibungen geschaltet werden. Es ist klar, dass neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht von Anbeginn an so viele Amtsvormundschaften wahrnehmen können wie erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Zudem ist eine Kollegin auch langzeiterkrankt. Fakt ist auch, dass die Herausforderungen, vor der wir hier in Dresden stehen, nicht alleinig der Stadt Dresden immanent ist, sondern fast alle Kommunen in Deutschland stehen vor dieser Herausforderung, weil es eben ein sehr, sehr dynamischer Prozess ist, der insbesondere eben durch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auch diese Dynamik bekommen hat. Ich denke aber, dass man ein Fazit ziehen kann, was wie folgt lautet: Fortlaufend wird die Einhaltung des Personalschlüssels überwacht
und neues Personal nachgesteuert. Sie sprachen auch den Antrag aus dem Jahr 2015 an. Richtig ist, dass die Beschlussvorlage und damit das Konzept bis zum Ende des zweiten Quartals vorzulegen ist. Herr Lippmann als Leiter des Jugendamtes informierte, dass der Entwurf im Jugendamt vor der Fertigstellung steht, sodass ich derzeit davon ausgehe, den fachlichen Austausch in den Gremien noch im dritten Quartal diesen Jahres zu beginnen. Und mit entsprechendem Tenor ist auch die Beschlusskontrolle erstellt worden, die Ihnen zugehen wird. Das sowieso. Eine kurze Nachfrage. Sie erwähnten bei den 94 unbearbeiteten Fällen, das heißt, erfolgt trotzdem eine Bearbeitung, eine vormundschaftliche. Würde ich gern wissen, wie diese aussieht. Und die Gesamtheit der Fragen hätte ich dann gern schriftlich beantwortet. Sehr gern. Schriftlich wird Ihnen die Antwort dann zugehen. Die vormundlichen Aufgaben werden natürlich seitens des Jugendamtes übernommen. Das bedeutet, dass ein Clearing-Team, meines Erachtens sind dort 12 Kolleginnen tätig, konkrete Ansprechpartner bei Problemen für die Kinder und Jugendlichen sind. Wir versorgen die Kinder und Jugendlichen, betreuen sie und haben damit im Grunde genommen diese Amtsvormundschaft in ihrer Aufgabenerfüllung gegeben. Fakt ist auch, dass wir keine persönlichen Amtsvormundschaften, so wie sie als empfohlener Schlüssel aktuell 1:40 betreffen, ermöglichen können. Wir sind dabei. Wie gesagt, es ist ein dynamischer Prozess. Und ich rufe hier einfach ganz klar an den Stadtrat. Jeder Stadtrat kann mithilfe einer eintägigen Schulung ein ehrenamtlicher Amtsvormund werden. Und dann hatten wir das Problem, was wir aktuell in der Stadt Dresden, nicht nur in der Stadt Dresden, aber auch in anderen Städten haben, recht schnell gelöst. Ich danke Ihnen. Und bei der Beantwortung der schriftlichen Frage hätte ich gerne eine detaillierte Darstellung, wie konkret diese 94 Fälle betreut werden. So, zum Abschluss der Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Krien. Ja. Herr Oberbürgermeister, in dieser Woche gab es also ein sehr eigenartiges Ereignis. Eine Jugendliche wurde von einem Fahrkartenautomaten durch aus dem Inneren des Automatens herausspritzende Säure an den Augen verätzt. Eine andere Zeitungsmeldung sprach dann auch noch davon, dass also noch ein Gas ausgetreten wäre und sie war kurzzeitig ohnmächtig. Nun haben mich also Dresdner Bürger angesprochen und gefragt, was passiert hier, wenn man also schon bei selbstverständlichen Handlungen wie dem Kauf einer Fahrkarte am Automaten Gefahr läuft, dort aus dem Inneren des Automaten her angegriffen zu werden. Die eine Frage war das ein Anschlag? Terroristischer Anschlag, ja, vielleicht auch nicht. Und es kann also dahingestellt sein, oder war es also eine Maßnahme der Polizei, die die Automatenknacker abhalten wollte? Es gibt jedenfalls massenhaft Fahrkartenautomaten und es muss sichergestellt sein, dass die Benutzung ungefährlich ist. Deswegen die Frage, ist der Vorfall für Sie Anlass, als Vorsitzender des Verkehrsverbundes sicherzustellen, dass irgendwelche Sicherungen in Automaten bis zur Serienreife ausgeschaltet oder wieder ausgebaut werden? Oder dass also, wenn das jemand Unbefugtes sich dort Zugang verschafft hat zu den Automaten, dann muss es ja sehr professionell gewesen sein, denn es war keine Beschädigung sichtbar, dass also keine kriminellen Aktivitäten aus Automaten heraus gegen unbeteiligte Bürger machen können. Welche Aktivitäten haben Sie vorgenommen und welche Informationen haben Sie vor allen Dingen, was dort wirklich vorgefallen ist? Die Beantwortung für die Verwaltung übernimmt Kollege Feuer. Ja, Folgendes. Nach meinem Kenntnisstand ereignete sich der beschriebene Vorfall an einem Fahrausweisautomaten der Deutschen Bahn AG in Oschatz, also nicht in Dresden. Und in den stationären Fahrausweisautomaten der Dresdner Verkehrsbetriebe AG kommen keinerlei ätzende Flüssigkeiten zum Einsatz. Und ein Vorfall wie der beschriebene ist im Regelfall somit ausgeschlossen. Die VVO besitzt keine eigenen Fahrausweisautomaten. Soweit die Auskunft, wie ich sie heute geben kann.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auch die Verantwortlichen von Tschernobyl geantwortet haben, na, was interessiert Sie denn, was hier 1000 Kilometer weiter im Atomkraftwerk für Sicherheitssachen sind. Als jemand aus einem Automaten heraus zu Boden geschlagen wird, das ist was wie im Horrorfilm. Deswegen also die Frage, haben Sie sich mal erkundig gemacht, was dort wirklich vorgefallen ist? Denn das könnte ja auch für die Frage, ich habe es gleich abgewiegelt, terroristischer Anschlag, interessant sein. Was ist dort wirklich vorgegangen? Das wollen die Leute gerne wissen. Und es war ja auch interessant, dass die Presse, sobald ich es mal geschrieben habe, sofort den Zeitungsartikel gesperrt hat. Also der ist nur noch, wenn man Säure aufruft, zu finden bei SZ Online. Ansonsten ist er weggedrückt worden und an allen anderen Sachen sind also die Kommentarfunktion gesperrt worden. Ja, also für sie ist es lustig, das kann ich mir vorstellen. Die Bürger müssen sich Fahrkarten kaufen. Haben Sie jetzt eine konkrete Nachfrage oder war das jetzt? Die konkrete Nachfrage ist, welche Informationen haben Sie, was dort vorgefallen ist? Das ist doch normal, wenn man tausende Automaten hier hat, man fragt, was ist denn bei euch dort gewesen? Kann es analog auch bei uns sein? Ja genau, das haben wir ja die Verkehrsbetriebe gefragt und die haben ihrerseits sich befragt und haben gesagt, Automaten, wo Säure oder andere Dinge herausspritzen können, führen wir nicht. Und insofern ist es ja auch ausgeschlossen und ist auch in Dresden, das Einzige, was dann in Dresden passiert, dass kein Wechselgeld mehr rauskommt aus dem Automaten. Aber sonst ist alles. Haben Sie erkundet, was dort in Döbeln vorgefallen ist? Das, diese Macht haben Sie doch, diese Möglichkeit, das zu erfragen. Also es kann ja auch, sonst bleibt ja die Frage Anschlag. Also, ich kann gerne nochmal die DVB befragen, was ingenieurtechnisch da vorgefallen sein könnte. Aber ich sage hier nochmal, in den Automaten der DVB in Dresden kommen derartige Dinge, wie Sie sie beschrieben haben, nicht zum Einsatz. Und hier gibt es auch keinerlei Vorfälle dieser Art. Automaten werden gelegentlich von Bürgern demoliert. Das ist schon vorgekommen, aber umgekehrt noch nicht. So, damit wäre die Fragestunde beendet.